Hallo und herzlich willkommen zurück beim Cache. Da sind wir wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Dächer. Die Dächer. Kommen wir dann bloß an diesen Zugs vorbei. Erstmal ein kleiner. Ich weiß. Oh, Scheiße. Ich kann nicht springen, aber er sieht nicht danach aus. Nehmt das. Haben wir wieder Mini-Ruckler? Man merkt, Bereich Streaming. Die knistern Dinge. Das sieht so gefährlich aus. Und weiter geht's. Die Musik ist interessant, finde ich zumindest. Ah, eine Erinnerung. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Ach, wahrscheinlich umgebracht. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen. Wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Kann sein. Denken wir aber echt fies, ne? Du machst ein Licht an, ne? Und du wirst weggebracht. Und niemand hatte dich mehr gesehen. Niemand. Was meckerst du schon wieder? Ab und zu tut diese Katze aus irgendwelchen Grund einmal maunzen, wie so ein Meckern. Da drücke ich nicht mal was. Das sieht ekelhaft aus. Riesen hat keine. Da kommen sie. Oh, das war genial genug. Oh, ich bin genial. Kashi, du bist genial. Mhm. Die Viecher klingen echt komisch. Ich hoffe, dass man kriegt noch erklärt, wie diese Viecher überhaupt entstanden sind. Denn sie haben ja anscheinend die Menschheit ausgelöscht. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist wie so ein Pizzaparasit. Das ist so wie weniger Käse aus von der Pizza. Wie so ein Pizzaparasit.
Wow, wie es hier auf einmal immer röter wird. Nein, nicht wie Pizza. Nein, nein, nein. Wie die Masse aus System Shock 2. Ja, das passt besser. Die haben doch auch über ihr so ihren fleischigen Bullshit über hingepackt. Ja, hier ist Gefahr, ich verstehe dich. Ja, du Scheiße. Ich kann sagen, springen könnt ihr ja nicht. Oh nein, doch, sie können doch springen. Halbwegs. Boah, Fickenhölle. Ey, jetzt habe ich so ein bisschen, so ein kleines bisschen in die Hose gemacht. Aber nur ein bisschen. Yeah. Hey, dann leuchtet was Blaues. Necro. Oder Nico? Nico? Nico-Korb. Die waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus den oberen Ebenen die Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium und sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Jetzt haben wir Zurks. Los geht's. Naja, okay, dann sind die Menschen aus dem natürlichen Grund ausgestorben. Verständlich. Oder wegen irgendwas anderes. Vielleicht Krieg. Auf jeden Fall, nachdem die Menschen weg waren, haben sich die Viecher entwickelt. Da hat er gesagt, nachdem. Oh, schnell hacken! Im kurzen Moment dachte ich gerade, die sind drüber gesprungen. Ganz kurz im Moment dachte ich das. Was mir gerade auffällt. Was ist da hinten denn? Hier bringt mir das doch nichts. Oh nein. Ach, die sind doch jetzt eingesperrt da hinten. Genau, wie sollen die da rüberkommen? Na komm, Kitty, Schnur, Schnur. Wer ist diese Katze eigentlich? Was ein Name? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Rauf da. Oh, meine Güte. Ich habe so ein schlechtes Gefühl. So ein ultra schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt da den Hebel umlege. Ich glaube, ich bin dann ne, den Hintern gekniffen. Und dann auch mit Licht und Sound. Nein! Mit Licht und nein, 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 nein!
scheißigen Sonden, ne? Meine Fresse. Schnell. Sind Kacke. Aber sowas von. Willst du mich verarschen? Natürlich gehst du nicht auf. Lass mich erstmal gucken, ob es eine Erinnerung gibt. Erstmal zu Tode husten. Ich sehe die zweite Heilung. Da oben ist wohl diese Mittelstadt. Oben auf der Mauer. Ja, Slums sind, ja immer gerne tief, verwahrlost, unten, für'n Arsch. Schau die Aussicht von hier aus. Ist wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sollte. Sie sehen aus wie Sterne, aber sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kam mehr nach draußen, kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe. Völlig verödet, unbewohnbar, gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und manche nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Aber was hat das mit der Katze zu tun? Was hat das alles mit der Katze zu tun? Das ist mir noch nicht ganz klar. Was hat es mit der Katze zu tun? Bin ich einfach nur ein zufälliger Paterich, der hier reingestolpert ist? Islams, Teil 2. Zufällig reingestolpert, um zu helfen? Außenwäldler. Komm mal, ein Zettel. Kleiner Außenwäldler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Wow. Ich habe ein paar, Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet. Er leckt mich. Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo.
Das muss ja kurz für das Fenster neben den Eingang sein. Los geht's. Ist das Schloss für das Fenster, der Code lautet? War es ein H? Ich glaube nicht. Falscher Schlüssel. Das war ein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Und dann war es ein O oder war es eine 0? Schauen wir mal. Erfolg! Hat geklappt. Omo ist in der Bar und wartet auf uns. Ich will beim Stumpfen vorlesen, ne? Hätte eigentlich, dass das im Rahmen des Spiels gesprengt, wenn man. Ja, den richtigen Sprachfalls genutzt hätte, also ihn richtig reden lassen. Und das in mehreren Übersetzungen? Weiß nicht. Vielleicht. Hey, ein Automat. Eine Dose, das war's. Ah, sie kriegt noch eine Dose. Jupp. Tap. Und tap. 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 Keine Ahnung, ob es irgendwo lang geht, aber wir gucken mal. Gib die dap. Dap, dap. Pop, pop. Ja, einmal im Kreis. Ja, mecker nicht. Mein Freund und ich spielen total gerne Eimer werfen. Ein guter, sauberer Spaß. Unser Nachbar unter uns ist da anderer Meinung. Deshalb machen wir jetzt eine Pause. Verstehe. Eimer werfen. Und ich dachte schon, ihr seid am Arbeiten. Ja, hier komme ich runter. Perfecto Mundo. Immer noch wie eine Katze. Immer diese Hustenanfälle. Ah, da ist er. Oder es oder sie oder was weiß ich. Hey, kleines Fellknäuel. Komm mal, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Was sagen, darf ich auch sitzen? Hat die Musik geändert. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Oh ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Alter, bist du das Kuschelkuchen? Ich kann den Namen einfach nicht aussprechen. Momo? Ich fass es nicht, ich bin froh, deine Stimme zu hören. Kuschelkuchen. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, wir sind in Sicherheit. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zog's über all. Ende. Kanalisation? Wie? Hallo? Dann nochmal, wir haben das Ding verloren. Ich fasse das nicht. Kuschelkuchen ist am Leben. Ich kann echt den Namen nicht aussprechen. Und die Anlagen Außenwelter haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen.
Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Kuschelkuchen es geschafft hat, muss er seinen Weg geben. Was passiert eigentlich, wenn man auf den Knopf an sein Gesicht drückt? Oder ihrem Gesicht oder was auch immer. Dimus. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zurks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben ihr in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Die Angelegenheiten gehen mich auch nichts an. Wann bist du miese, Peter? Demos. Dein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer Waffe zur Bekämpfung der Zurks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen. Er kam nie wieder. Dimus war seitdem nicht mehr derselbe. Nie mehr derselbe. Eigentlich auf Simus. Er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, dann... Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt. In seinem Notizbuch erwähnt... Moment. Verzeihung? In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss dort sein, an dem er dran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Simus. Komm, folge mir. Es ist mittlerweile spät, ich darf müde sein. Und du sag, darf nur ein Lied gespielt werden? Arschloch. Nein, so süße Katze. Was ist das denn? Ah, nein, ich bin schon wieder auf die Tüte reingefallen. Na. Regenhölle. Ich dachte, das ist was Besonderes oder Notenblatt, aber nein, du fällst schon wieder auf die Tüte rein. Übersetzen. Ankündigung, ich bin auf der Suche nach Notenblättern für Stimmung zu... Um mit meiner Gitarre für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bringen sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Komm schon, Simus, mach die Tür auf. Weiß, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Simus. Er will nichts mehr von den Außenweltern hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Warum kriegst du einen Klamotten? Das frage ich mich jederzeit. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Simus. Es enthält eine Menge Informationen. Hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Meine Fresse. Ich bin in das Geheimlabor, kleiner Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen herzustellen. Ich merke schon, wenn ich zu schnell lese, verhaspel ich mich und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war. Merk das schon. Was machst du denn hier drin? Ich hab's dir doch gesagt. Durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Sogar Poncho. Was ist das? Warte. Das war mein Papa? Moment, Papa? Okay, ich will jetzt nicht fragen, wie das zwischen Roboter und Roboter funktioniert, aber okay. Wie funktioniert das? Wow, das wusste ich gar nicht. Gibt es ein geheimes Zimmer hier? In unserer Wohnung? Aber wo?
Lass mich mal suchen. Ein Keypad. Jetzt auch die Magic Number. Die Zeit wird's zeigen. Dieser, was, dieser Code ist noch nie aufgefallen. Könnte ich ihn nur übersehen. Ich habe keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. In unserem Bett. Nein, Gremlin. Moment. 2 3 1 1. 2 3 1 1. Ist das so einfach? Wirklich so einfach? Nicht 3 2 5 1 1. 2 5 1 1. Wow, ist halt echt so einfach. Hey, ein Zug. Boah, das Husten geht mir auf den Sack. Was ich schon seit Wochen habe und nicht weggehen will. Ich glaube, das ist chronisch geworden. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verbergen. Und diese Baupläne müssen für seine Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Aktuelle Roboter Schlagzeilen. Zugs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Na, ja, ich habe nichts Interessantes gefunden. Außer interessante Musik. Beton. Nichts Hackathon. Haben wir da was? Einen kaputten Teilsender. Lass mich mal auf den Tisch. Ja, ich habe was Interessantes. Kaputten Teilsender. Ach, das Ding kenne ich. Das ist dein Teilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zugs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir. Öffne dir die Tür. Okay. Du musst diesen Peilsender reparieren. Du bist echt pfiffig. Vielleicht kannst du in den Slums jemanden finden, der dir hilft. Ich hätte sogar tatsächlich eine Idee, wer mir helfen könnte. Der ewig zitternde Nerd.
Das wäre jetzt so meine Auswahl. Ja, hab ich die falsche Technik gedrückt. Oh, es ist immer noch so später abends und ich bin so müde. Aber ich schlafe auch kaum momentan. Ach, einfach machen, um meinen Scheißrücken zu schaffen. Ich habe den Nachteil gefunden an dem, was ich tue. Einfach mal die ganzen Spiele, die ich verpasst habe, von damals nachzuholen. Und einfach mal so zu spielen, wenn ich Bock habe. Und alles aufzuzeichnen. Ich habe den Nachteil gefunden, vor allem wenn ich das täglich machen möchte. Du wirst fett. Enorm fett. Das heißt enorm, du wirst einfach dicker. Da ich eigentlich nicht für diese, nicht für, zum Dickwerden gebaut bin, ja. Das ist mein Rücken kaputt. Und ich weiß, ich brauche mehr Bewegung. Oh, aber... kein Bock mehr. Ja, kann ich dir helfen? Pallsender. Oh, das ist ein toller Pallsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tomiwa BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß nicht, wie man den repariert, aber wenn ich so an Bibern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich den Pallsender reparieren kann. Okay. Wir haben den Poncho, aber das machen wir dann morgen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Kashi, hauen Sie rein. Bis morgen. Hab euch lieb. Kuss auf den Luft. Das war ein schönes Tag, das freut mich immer wieder. Und ja, erzählt auch einen Freund von mir. Tschüss.